So bin ich da reingekommen. In der einen Minute ein Taxifahrer, in der anderen ein geachteter Mafioso. Hat es Sie nichts ausgemacht, Menschen zu töten? Normalerweise haben die Leute damit ein Problem. Wissen Sie, ich gehöre nicht zu den Leuten, die gierig nach Blut sind. Ich brauche keine Gewalt in meinem Leben. Und ich suche keinen Ärger. Aber ich habe auch keine Gewissensbisse. Die wollten uns übers Ohr hauen. Also mussten wir ihnen zuvorkommen. Keine Ausreden. Es war mir egal. Das Schicksal anderer hat mich nicht interessiert. Alle sagten, Geschäft ist Geschäft und die Familie hält zusammen. Anders als alleine zu leben und niemand gibt einen Cent um dein Leben. Plötzlich wirst du von allen Leuten, die du triffst, respektiert. Jeder weiß, dass du ihm helfen kannst, aber ebenso gut sein Leben zerstören kannst. Und jeder versucht, sich bei dir beliebt zu machen. Und was ist mit der Polizei? Sind die einfach wieder abgezogen nach so einem Massaker? Einfach so? Hatten sie keine Probleme damit? Sie sind Polizist. Sie sollten es wissen. Sie wissen, dass die Mafia die ganze Stadt kontrolliert. Die Salieri-Familie verdient jedes Jahr über 25 Millionen. Die Zeitungen waren voll davon. Aber niemand hat etwas gesehen. Wenn ihm sein Leben lieb war. Wir haben den Bürokraten 6 Riesen im Monat gezahlt. Ihre Bosse bekamen Alkohol zum Einkaufspreis und zusätzlich Prämien von Salieri und Morello für besondere Jobs. Verfahren eingestellt. Aus Mangel an Beweisen. Die Bullen haben für uns ganze Lieferungen Alkohol transportiert. Ich nehme an, Sie haben etwas davon gehört. Und was war mit Ihren 2 Freunden? Denen ging es besser, als man denken sollte. Salieri hatte einen guten Arzt für seine Jungs. Der hat niemals zu viele Fragen gestellt. In ein paar Wochen waren sie wieder gesund und munter auf der Straße. Der Einzige, der uns Sorgen gemacht hat, war Morello. Er wollte der große Fisch sein. Das konnte Salieri nicht zulassen. Salieri hatte nicht vor, die 2. Geige zu spielen. Wissen Sie, ein Mann wird ein Don, weil er gierig nach Macht ist. So ein Mensch kümmert sich nur um seine eigenen Gesetze. So läuft der Hase, Detective. Und so ist er sein eigener Boss. Unabhängig von der Polizei, vom Staat, von allem. Deshalb wird ein Mensch zu einem Don. Salieri und Morello wollten beide alles. Sie haben sich immer gegenseitig bekämpft. Aber sie wussten beide ganz genau, was auf dem Spiel stand. Der große Unterschied zwischen ihnen lag in ihren Methoden. Ich habe eine Geschichte über Morello gehört. Es tut mir leid, Sir. Ich du wollte Idiot. Das nicht. Weißt du, was du getan hast? Weißt du, was so ein Wagen kostet? Ich bin langsam gefahren, Mr. Morello. Ich weiß nicht, wie... Willst du etwa sagen, dass ich in deinen Wagen gefahren bin? Nein. Sir, ich wollte nur... Ich wollte... Es ist... Nein, Sir. Kein... Was... Tat fährt mir in den Weg. Salieri hat sich als Geschäftsmann Respekt verschafft. Jeder wusste, dass er nichts vor ihm zu fürchten hatte, solange man tat, was er wollte. Sie wussten, dass sie zu Mr. Salieri kommen konnten, wenn sie etwas brauchten. So hat sich Salieri Freunde gemacht, hat oft Leuten bei verschiedenen Problemen geholfen und hat das Gleiche von ihnen erwartet. Wenn ihn jemand hinterging, brach er eine eiserne Regel. Und jeder wusste, was passieren würde. Morello war nur ein mieser Bastard. Er hat seine Macht mit Gewalt aufgebaut. Selbst seine Freunde hatten Angst vor ihm. Die meisten haben versucht, ihm aus dem Weg zu gehen.